Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum Test der Google Pixel Watch, die ich hier an meinem linken Armband trage. Eine neue Smartwatch von Google und gleichzeitig auch die erste Smartwatch von Google. Google ist ja der Hersteller von der Software Wear OS, die gibt es schon seit 2014, aber mit eigener Hardware hat sich Google bisher sehr bedeckt gehalten. Jetzt gibt es also endlich die Google Pixel Watch in zwei Ausführungen, einmal als LTE-Variante, das ist die Smartwatch, die ich hier zum Test bekommen habe. Die kostet 429 Euro ohne die LTE-Version. Also nur als ganz normale WLAN-Variante kostet sie 379 Euro. Der Unterschied ist ganz einfach hier. Bei der LTE-Version könnt ihr eine eSIM, leider keine Nano-SIM einlegen. Das geht leider nicht, aber eine eSIM von eurem Provider. Und dann könnt ihr hier quasi eine eigene Internetverbindung aufbauen. Bei der WLAN-Version braucht ihr halt entweder ein Smartphone als Internetgeber oder halt irgendeinen WLAN-Eingangspunkt. Ja, wir schauen mal ganz schnell, was wir im Lieferumfang finden. Ich habe das jetzt hier nicht wieder alles einsortiert. Ich will es aber trotzdem einmal gezeigt haben. Im Lieferumfang befindet sich ein bisschen Papierkram. Hier eine kleine kurze Bedienungsanleitung und auch zwei Armbänder, also zwei Längen. Das kann man hier ganz gut sehen für kleinere und für größere Handgelenke. Ich kann auch gleich mal zeigen, wie man hier das Armband wechselt. Da gibt es hier so ein kleines Knöpfchen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das muss man reindrücken und dann kann man hier nach rechts einfach ziehen und schon ist das Armband ab und genauso zurück quasi in die andere Richtung kann man dann ein anderes Armband hier wieder einbauen. Und ich lasse jetzt mal das Standardarmband, weil ich ein etwas größeres Handgelenk habe und insofern, das ist ein bisschen knifflig, wie ihr hier sehen könnt, vor allem wenn man es dann vormachen möchte, funktioniert es nicht, aber eigentlich funktioniert es ganz gut, das Ganze natürlich da oben auch. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Lieferumfang, mehr ist nicht dabei. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist bei dem, also Netzteil ist zum Beispiel nicht dabei und dieser Ladeadapter hier, den ihr benötigt, um das Smartphone aufzuladen, der ist magnetisch, der wird hier unten einfach an die Unterseite angeklippt. Das ist ja soweit in Ordnung, aber guck mal das hier an, das andere Ende von dem Ladekabel ist ein USB-C-Anschluss. So, wenn man jetzt ein Ladernetzteil hat, so wie ich hier mit einem USB-C-Anschluss, ist das alles auch soweit in Ordnung. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden noch Netzteile haben mit einem USB-A-Anschluss. Und ja, da braucht man dann entweder einen Adapter oder muss ich ein extra Netzteil kaufen. Das finde ich ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Das kenne ich von meiner anderen Smartwatch, von meiner älteren, die ich bisher genutzt habe. Ich habe hier eine von Huawei, die GT Smartwatch. Da ist auch so ein Ladeteil dabei. Aber hier ist es ein bisschen geschickter gemacht. Da kann man hier einen USB-C-Anschluss reinstecken. Und ja, das andere Ende dieses Ladekabels kann dann irgendwas sein, zum Beispiel eben normales Netzteil. Das finde ich bei der Huawei ein bisschen besser gelöst. Aber ansonsten ist diese dann doch etwas ältere Smartwatch der neuen Google Pixel Watch in vielerlei Hinsicht unterlegen. Ich werde vielleicht immer mal wieder ein bisschen auf die Unterschiede eingehen zwischen der Huawei und der Pixel Watch. Aber gut, ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil wie gesagt, diese Pixel Watch ist brandneu und kann natürlich wesentlich mehr. Wir schauen mal, wir wollten noch mal so ein bisschen uns die Hardware anschauen und die Abmessung. Die Pixel Watch, ich muss gerade mal hier auf meinem Zettelchen schauen, hat ein rundes Design, 41 mm breit und hoch, also 42 mm breit, weil wir hier noch hier dieses kleine, dieses Cradle haben, mit der man ja verschiedene Dinge einstellen kann. Das zeige ich euch später nochmal. Und die Breite, die Bautiefe quasi, liegt hier bei 12,3 mm. Das wirkt auf Fotos, finde ich, und auch so, wenn man sich die Uhr anguckt, immer extrem dick, also extrem hoch. Ich zeige es hier nochmal, vielleicht kann man es so ein bisschen besser erahnen. Aber wenn ich die Smartphone anlege, kann ich auch mal eben schnell machen, dann relativiert sich das auf einmal. Dann finde ich, liegt sie eigentlich relativ elegant so am Arm. Sie wirkt auf mich, das ist jetzt aber eine sehr subjektive Einschätzung, ein bisschen,
ja, ich sag mal ganz vorsichtig, ein bisschen weiblich, weil sie halt so rund ist, hier ein rundes Kuppeldesign hat. Also die Gläser sind auch gewölbt und auch das Display ist halt rund. Ich kann ja mal hier die Taschenlampe anmachen, dann sieht man das ganz gut. Übrigens hat die das Display hier doch relativ starke Displayränder. Das kann man jetzt ganz gut sehen. Im normalen Betrieb finde ich das aber eigentlich nicht weiter schlimm. Aber wie gesagt, das Design ist für meine Begriffe, ja, ich nenne das jetzt einfach mal ein bisschen weiblich. Also meine Frau ist sofort im Dreieck gesprungen, als sie die Uhr gesehen hat und wollte sie mir sofort wegschnappen. Mir persönlich ist es ein bisschen zu weiblich. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ja, der Tragekomfort ist sehr gut. Und wir waren ja gerade beim ersten Eindruck, bei der Hardware-Ausstattung. Hier oben haben wir halt Gorilla Glass 5 ist das. Das ist relativ kratzfest. Ich habe die Uhr jetzt so ein, zwei Wochen im Einsatz und habe keine Kratzer feststellen können. Das geht soweit in Ordnung. Hier auf der Unterseite haben wir dann auch Glas und hier sieht man schon den Pulssensor. Das Gehäuse ist hier aus Edelstahl gefertigt. Es gibt die Uhr in 4 Farben, in Goldgrau. Das hier ist die mattschwarz-schwarze Version, also mattschwarz ist das Armband und das Gehäuse ist hier auch mattschwarz. Dann gibt es noch eine silberbeige und eine silbergraue Version. Ich blende das hier mal ein. Also 4 Farbversionen, da wird für jeden was dabei sein, denke ich mal. Es gibt auch reichlich unterschiedliche Armbänder, 20 Stück zum Start. Da wird es auch sicherlich dann demnächst irgendwann mal Dritthersteller geben, die auch Armbänder herstellen. Auch da, denke ich mal, sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Die Uhr ist wasserdicht bis 5 Meter. Also ATM 5 ist die Wasserspezifikation. Das heißt, ihr könnt damit schwimmen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch duschen, ihr könnt auch mal ein bisschen tauchen. Aber es ist nicht wirklich, ich sag mal, jetzt so eine 30 Meter Tauchuhr. Also da sollte man sich nichts vormachen. Aber wie gesagt, zum Schwimmen ist das durchaus alles okay. Ja, die Pixel Watch gibt es gebraucht. Ich muss sie nochmal anlegen, weil er mich hier immer nervt mit seinem Entsperr. In der Sperrfragerei, gibt es gebraucht derzeit schon so für 200 Euro etwa. Das liegt natürlich daran, dass Google damals bei dem Start seines Smartphones, des Google Pixel 7 Pro, so ein Bundle-Angebot hatte. Das heißt, da gab es das Smartphone zusammen mit der Pixel Watch, auch mit der LTE-Variante. Und viele Leute haben eigentlich nur das Smartphone haben wollen und werfen jetzt quasi hier die Smartwatch, die Pixel Watch auf den Markt. Insofern kriegt ihr bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei eBay so eine Smartwatch jetzt für etwa 200 Euro. Das ist natürlich ein super gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass die eigentlich 429 Euro neu gekostet hat oder immer noch kostet. Aber wie gesagt, wer jetzt nicht unbedingt die aus dem Laden haben muss, der schaut am besten mal bei eBay nach. Da kriegt ihr sie wirklich sehr, sehr günstig. Ja, zur Technik. Die Google Pixel Watch läuft mit allen Smartphones ab Android 8. Also es muss jetzt kein Google-Smartphone sein, sondern es muss halt ein Android-Smartphone sein. Das Display hier ist ein Touch-AMOLED-Display, 1,2 Zoll groß. Das ist durchaus ausreichend. Ich fand zuerst irgendwie, auf Bildern habe ich mal gedacht, das ist aber ein kleines Display. Es reicht aber 1,2 Zoll. 450 x 450 Pixel ist die Auflösung, 320 ppi. Das Ganze ist schön scharf und auch schön hell. 1000 Candela hier maximal. Also das kann man auch draußen, auch wenn die Sonne scheint, gut ablesen. Im Inneren werkelt hier von Samsung der Exynos 9110. Das ist eine CPU, die schon ein bisschen älter ist, aber wie man hier schon sehen kann, wenn ich hier so durchskippe, das ist völlig ausreichend. Also da gibt es sicherlich mittlerweile schon schnellere CPUs, aber das ist völlig, völlig ausreichend. Das finde ich in Ordnung. Ja, Tasten haben wir hier, diese Krone, hatte ich ja eben schon gezeigt. Und da gibt es hier noch an der Seite so eine Taste, mit der man, ich weiß nicht, ob man das hier, oder doch, so müsste man es eigentlich sehen können, mit der man quasi zurück kann zur letzten App, die man gerade benutzt hat, und den Google Assistant kann man damit aufrufen zum Beispiel auch, wobei ich das Quatsch finde. Das kann ich nämlich auch per Sprachbefehl, kann ich ja mal zeigen. Hi Google, wie wird das Wetter morgen? Mit der Krone, das ist nun alles andere als überflüssig, kann man an vielen Stellen durch die Gegend scrollen. Ich kann dir mal hier die unterschiedlichen Widgets zeigen. Ich habe jetzt hier mal das so eingestellt, dass ich, wenn ich von links nach rechts scrolle, nur 4 Widgets habe. Das heißt einmal hier das normale Zifferblatt, dann in diesem Falle hier die
das Wetter. Und da zum Beispiel kann ich jetzt hier auch mit der Krone mir anschauen, wie das Wetter heute und morgen wird, in den nächsten Tagen und so weiter. Das ist alles super intuitiv gemacht. Dann habe ich jetzt hier die Schlafdaten von der letzten Nacht. Und weiter geht es dann hier mit den Fitbit-Trainingseinstellungen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das ist hier die Herzfrequenz. Die Uhr hat unheimlich viele Sensoren. Es gibt einen GPS-Sensor, es gibt einen Beschleunigungssensor, ein Kompass ist da drin eingebaut, ein Höhenmesser, ein Helligkeitssensor natürlich, ein Live-Pulsmesser, eine Sturzerkennung, ein EKG. Messung kann man damit auch durchführen und eine Sauerstoffsättigung, wobei die Sauerstoffsättigung, ich habe jetzt ehrlich gesagt nirgendwo gefunden, wo man sich das anschauen kann. Ich habe auch bei anderen Tests gelesen, dass das erst nachgereicht werden soll. Also der Sensor ist offensichtlich schon drin, aber die Funktionalität zur Kontrolle der Sauerstoffsättigung ist ja noch nicht drin. Was natürlich drin ist, ist ein Schrittzähler. Hier oben kann man auch sehen, bei meinem Ziffernblatt sehe ich hier oben immer, wie viele Schritte ich heute schon gelaufen bin. Das funktioniert alles sehr gut. Der Akku hat eine Kapazität von 294 mAh und das ist einer der größten Nachteile bei dieser Uhr, nämlich die Laufzeit. Ich finde den Akku einfach ein bisschen zu klein bemessen. Man hat hier eine Laufzeit ungefähr von 18 Stunden, Ladezeit von 0 auf 100%, so 1,5 Stunden, ein bisschen mehr vielleicht, dann ist sie wieder ganz aufgeladen. Aber man kann nicht mal eben sagen, 5 Minuten laden und dann hat man wieder ordentlich Dampf. Das dauert dann schon ein bisschen länger. Und diese Laufzeit von 18 Stunden hat den Nachteil, dass wenn ihr das Schlaftracking benutzen wollt, und das ist mir jetzt in den ersten Tagen 2-3 Mal passiert, dass ich mich halt ja hingelegt habe zum Schlafen abends und dann war einfach die Akku Restlaufzeit nicht lang genug und dann ist irgendwann die Uhr mitten in der Nacht ausgegangen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Insofern, da darf man sich nichts vormachen. Ihr müsst die Uhr schon eigentlich einmal am Tag zumindest so eine Stunde ans Ladegerät mit diesem Kettle hier aufladen. Ansonsten wird das nichts mit dem Schlaftracking. Wenn man das jetzt nicht unbedingt braucht, okay, dann kann man sie natürlich nachts laden. Aber dieses Schlaftracking, das zeige ich gleich auch nochmal auf der App, ist eigentlich schon eine ganz witzige Sache. Also der Akku, finde ich, ist einer der Nachteile. Ja, zur Bedienung, wie gesagt, die Widgets habe ich schon gezeigt. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen dichter hier ran an die Kamera, damit ihr das noch mal ein bisschen besser genießen könnt. Man kann eigentlich in jedem Widget noch mal drauf tippen und kann sich dann hier die Details noch anschauen. Das kann man sich natürlich auch alles auf dem Smartphone angucken, wenn man dann möchte. Das ist schon ganz gut gemacht. Hier kann man ein Training starten. Und ja, hier, wenn man hier auf mehr tippt, dann kommen hier die Fitbit-Trainings, die angeboten werden. Es sind über 20 unterschiedliche Trainingsarten. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Ich bin jetzt nicht so der Fitness-Guru. Also für mich reicht eigentlich Laufen und Schwimmen und Spazieren gehen. Aber es gibt natürlich wesentlich mehr für diejenigen unter euch, die da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unterschiedliche Trainings brauchen. Das ist die Herzfrequenzmessung. Das ist übrigens eine Live-Messung. Da wird einmal pro Sekunde quasi euer Puls gemessen. Und das ist der Schrittzähler. Da habe ich jetzt hier ein Ziel eingegeben. 10.000 Schritte pro Tag schaffe ich nicht. Aber heute bin ich schon immerhin mal 1.000 Schritte gegangen ungefähr. Ja, das waren die Widgets. Man kann noch mehr Widgets installieren. Das zeige ich euch gleich bei der Smartphone-App. Ich habe jetzt einfach nur die vier wichtigsten hier, die für mich wichtigsten installiert. Wenn man von oben nach unten wischt, kommt man hier in die Einstellungen. Hier kann man zum Beispiel den Flugmodus aufrufen, die Helligkeit einstellen. Man sieht hier den Akkuladezustand. Naja, so pipapo, 2-3 Sachen kann man hier einstellen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Google Pay einzurichten. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber man kann natürlich auch mit dem Smartphone bezahlen. Und wenn man von unten nach oben wischt, kommt die Benachrichtigung. Das ist eine Sache, das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich überhaupt so eine Smartwatch habe. Für mich ist im Grunde genommen, ja, sind zwei Sachen am wichtigsten, nämlich einmal die Uhrzeit und eben die Benachrichtigung. Und was bei dieser Google Pixel Watch auch noch eine Besonderheit ist, was ich sehr gut finde, vor allem im Unterschied zu meiner alten Huawei Watch GT, die ich hier nochmal ins Bild halte, ich kann auf der Google Pixel Watch, die hat einen internen Speicher von 32 GB, übrigens ein RAM, also ein Arbeitsspeicher von 2 GB, das ist schön üppig. Und ich kann hier, kann ich ja mal zeigen, alle möglichen Dinge runterladen. Ich habe das jetzt hier mal gemacht
Und zwar mit, na, wo ist es denn hier, mit Spotify. Ich gehe mal hier in Spotify. Da gibt es halt auch eine App-Version für Wear OS. Und jetzt kann ich hier, hups, jetzt kann ich hier mal in meine Bibliothek gehen, meine Playlist anschauen und was, was ich zum Beispiel hier, was habe ich denn hier mal, Strucki Punk. Hier kann ich mal raufgehen und auf Watch runterladen. Und jetzt seht ihr, diese 15 Songs werden jetzt halt über die Internetverbindung auf den internen Speicher geladen. Warum mache ich das? Das brauche ich natürlich normalerweise nicht. Wenn ich mein Smartphone in der Nähe habe oder wenn ich eine Internetverbindung habe mit der Uhr, dann kann ich es natürlich auch online runterladen. Aber wenn ich zum Beispiel laufen gehe mit der Uhr, kann ich Musik hören, ein Bluetooth-Headset hier koppeln, also mein Bluetooth-Kopfhörer, mein Sport-Kopfhörer, und ich brauche mein Smartphone nicht mehr mitzunehmen. Und das war früher bei der Huawei-Geschichte, hat mich das immer total genervt. Da musste ich immer, wenn ich nebenbei Musik hören wollte, weil sie halt keinen internen Speicher hatte, mein Smartphone in der Tasche mit mir rumschleppen. Und das ist natürlich beim Laufen total nervig. Hier ist es eben anders. Hier kann ich wunderbar, hier sind sie jetzt alle runtergeladen, hier kann ich jetzt sagen, okay, spiel mal ab die Kiste. Und ich kann sogar, wenn ich will, das ist natürlich jetzt ein bisschen bocklos, könnte ich sogar mir das hier auf dem Smartphone anhören, die Musik, weil die Smartwatch nämlich auch einen eigenen Lautsprecher hat. Dieser Lautsprecher, ja, wie gesagt, für Musik hören ist es Unsinn, aber es macht schon Sinn, weil ich nämlich auch mit der Smartwatch telefonieren kann. Sie hat halt ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, Google, Anruf Ulrike. So, das lasse ich jetzt mal schön sein. Das ist meine Frau. Nee, das lass mal lieber. Dann würde jetzt nämlich gleich meine Frau hier rangehen und ich könnte hier mit ihr telefonieren. Na, Anruf beenden. Ich würde sie nämlich hier verstehen und sie könnte mich auch verstehen, weil ich halt hier ein Mikro habe. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich mein Smartphone in der Nähe habe, auch bocklos, um ehrlich zu sein. Dann kann ich auch mein Smartphone in die Hand nehmen. Aber wenn ich im Auto sitze beispielsweise und mein Smartphone liegt irgendwo, und ich habe es nicht mit der Freisprechanlage vom Auto gekoppelt, dann ist es eigentlich eine ganz schöne Sache. Dann kann ich sprachgesteuert Anrufe tätigen oder natürlich auch Anrufe annehmen. Und wenn ich meine Hand so am Lenkrad habe, dann funktioniert das auch. Habe ich ausprobiert. Ist eine wunderbare Sache. Eine Kleinigkeit, die ich aber sehr, sehr schön finde. Ja, genau. Dann schauen wir uns mal die App an, die dazugehört. Ihr müsst bei der Einrichtung euch zwei Apps runterladen, nämlich einmal die Pixel Watch App und die Fitbit App. Die Fitbit App ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, würde ich aber jedem empfehlen, weil es da viele schöne Möglichkeiten gibt. Wir fangen mal mit der Google Pixel Watch App an. So sieht sie aus. Sehr einfach gemacht, muss ich sagen. Hier oben seht ihr die Möglichkeit, Ziffernblätter zu ändern. Kann ich ja mal, was weiß ich, die hier nehmen, auf Smartwatch setzen und dann zack, sieht das Ganze hier auf einmal so aus. Man kann eben, was ich super gut finde, ich gehe mal wieder zu meiner Standard Watch Face zurück, zu meinem Standardziffernblatt. Man kann wunderbar diese diese Anzeigen auf dem Smartphone auch noch ändern. Ihr seht ja hier, ich habe einmal die Uhrzeit und dann habe ich hier drei Slots. Und ich habe es jetzt so eingerichtet, dass ich am Slot 1 die Schrittanzeige habe, am zweiten Slot die Akkukapazität und beim dritten die Herzfrequenz. Das kann ich aber auch ändern. Ich kann auch sagen, Herzfrequenz interessiert mich nicht. Ich will hier das Datum haben. Beispielsweise, ich gehe zurück und dann steht hier auf einmal das Datum. Also so kann man sich quasi seine eigenen Ziffernblätter schön konfigurieren. Das finde ich wirklich super. Das haben sie echt gut gemacht. Das sind die, hier nennt sich das Ansichten. Ich habe dazu vorhin immer Widgets gesagt. Das sind die Widgets, die jetzt hier standardmäßig angezeigt werden, wenn ich hier halt durchscrolle. Das habt ihr vorhin ja gesehen. Ich kann jetzt einfach mal sagen, ich will eine Ansicht dazufügen, zum Beispiel Atemübung und Ziele. So. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann seht ihr jetzt hier auf einmal. Achso, ich bin jetzt hier nicht angemeldet. Achso, das ist eine Google Fit Funktion. Genau, das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Es gibt ja auch die Google Fit App, die habe ich jetzt hier nicht installiert. Und die stellt natürlich auch noch unterschiedliche eigene Ansichten bzw. Widgets zur Verfügung. Das war jetzt ein bisschen blöd, dass ich die gerade rausgesucht habe. Ich nehme die mal wieder raus. Hier sieht man dann immer, die ist bei Google Fit. Ich lösche ich mal und die hier ist auch bei Google Fit. Aber ist egal, ihr habt ja das Prinzip verstanden. Ihr könnt quasi hier aus unterschiedlichen Ansichten euch die heraussuchen, die ihr gerne als Widget auf eurem Smartphone sehen wollt. Und da seht ihr schon, hier gibt es reichlich. Und ich denke auch mal, da es ja hier bei der Google Pixel Watch
eine Update-Garantie gibt von Google, nämlich bis 2022 wird es hier neue Wear OS Updates geben und es wird auch jede Menge Feature Drops geben, das heißt neue Funktionen für die Uhr. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch neue Ansichten dann geben wird im Laufe der Zeit. Ja, das sind die Einstellungsmöglichkeiten, die ich hier habe. Ich überlege gerade mal, was ich hier zeigen kann. Smartwatch-Einstellung. Ja, also hier zum Beispiel kann man einstellen, ob man das Always-On-Display aktiviert haben möchte. Also soll die Anzeige immer an sein oder auch nicht. Und wenn nicht, dann könnt ihr hier die Anzahl der Sekunden einstellen. Zum Aktivieren neigen, zum Aktivieren antippen. Das sind alles so Dinge, die kennt ihr auch von eurem Smartphone. Das ist so ähnlich. Da muss man auch kein Experte sein. Das kriegt man irgendwie sofort gebacken und das versteht man einfach auch. Hier gibt es noch den Play Store. Wenn man den hier aufruft, dann kommen halt die Apps, die Wear OS Apps speziell für die Pixel Watch oder für Wear OS, wo man sich dann halt auch noch zusätzliche Funktionalitäten installieren kann. Das ist also auch alles sehr schön gemacht. Aber ihr seht schon, das ist sehr einfach, nicht so überkandidelt. Das finde ich irgendwie ziemlich klasse, muss ich sagen. Das hier ist jetzt die Fitbit App. Ich schließe nochmal alle Apps und dann starten wir hier nochmal Fitbit. Fitbit ist ja von Google gekauft worden. Fitbit selbst hat eigene Smartwatches, eigene Uhren im Angebot, aber ist vor allem, was die Softwareseite angeht, sehr, sehr stark. Viel besser als Google Fit, muss man sagen. Sehr viel ausgefeilter. Man kann sehr viel mehr sich anschauen. Ich will das jetzt nicht alles zeigen. Das würde alles ein bisschen zu lang dauern. Aber ich will zum Beispiel mal zeigen hier, mein Schlafindex. Hier wird halt aufgezeichnet. 82 Punkte hatte ich gestern waren es 85 Punkte. Hier könnt ihr sehen, wie euer Schlaf war, ob ihr eine wie stark die Tiefschlafphasen waren, die REM-Phasen und die Wachphasen. Und also das ist schon echt cool, ob man das unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Aber diejenigen von euch, die halt fitnessmäßig unterwegs sind und das auch gerne alles kontrollieren wollen, für die ist das natürlich eine wunderbare Sache. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier zum Beispiel, ja, ich habe einfach mal, bin vorhin mal ein bisschen Rad gefahren, einfach nur so zum Spaß, um euch das zu zeigen. Das war halt ein Training in Anführungsstrichen. Hier kann man halt sehen, wie weit ich gefahren bin. Ich bin nur einmal im Block gefahren. Und das wird dann hier auch per GPS getrackt. Das heißt, man kann auch genau sehen, wo man dann längst gefahren ist. Und ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Man kann sich halt Ziele setzen. Man kann auch seine Ernährung hier protokollieren, wenn man dann möchte. Und also 10.000 Sachen. Es gibt übrigens auch noch hier bei der Google Pixel Watch 6 Monate Fitbit Premium umsonst dazu. Da gibt es ja noch mehr Funktionen, aber frag mich bitte nicht, was dann da noch alles dazu kommen sollte. Das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen überkandidelt, aber gut. Der eine oder andere hier zum Beispiel eine personalisierte Herzfrequenzzone, wenn man das einstellen möchte, haben möchte, dann muss man halt Google Premium dazu kaufen. Ich persönlich brauche das nicht. Cardio, Fitness, naja. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, sonst wird das Video noch länger, als es sowieso schon ist. Ja, ich würde mal sagen, ich komme mal zum Schluss, zu den Vor- und Nachteilen. Ja, was ich halt vorteilhaft finde, sagte ich ja schon, dass ich hier vor allem einen Speicher habe auf dem Gerät, dass ich unterwegs Musik hören kann mit der Uhr ohne Smartphone, dass ich sowieso mit der LTE-Version hier weitestgehend unabhängig bin von meinem Handy, weil ich halt eine eigene Internetverbindung aufbauen kann mit via eSIM. Es gibt eine automatische Notruffunktion. Das Display gefällt mir außerordentlich gut. Schön hell, ist auch groß genug. Es ist ein sehr schöner Tragekomfort. Das ist mir auch echt positiv aufgefallen im Gegensatz zu meiner alten Huawei Watch. Ich merke die Smartwatch eigentlich gar nicht so richtig, wenn ich sie am Arm trage, weil sie halt so leicht ist. Und ja, Performance ist ausreichend. Ich kann mit der Smartwatch telefonieren. Finde ich alles super. Nachteil, ja, größter Nachteil, habe ich vorhin auch schon gesagt, ist die kurze Akkulaufzeit. Und das nervt vor allem, wenn man das Schlaftracking benutzen möchte. Da muss man abends, wenn man ins Bett geht, immer noch mal gucken, ob ich noch genug Akku-Power habe. Das finde ich ein bisschen doof. Ich finde, wie gesagt, auch die Ladeschale, da hätte sich Google ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Und ja, ansonsten, die zweite Taste ist ein bisschen dödelig positioniert. Finde ich auch nicht schlimm, man braucht sie eigentlich gar nicht. Und was vielleicht dem einen oder anderen noch übel aufstößt oder zumindest was er nicht so toll findet, sind die, ich zeige es hier nochmal, die etwas dicken Display-Ränder. Aber auch das
finde ich, ist im Alltag eigentlich verkraftbar. Ja, ansonsten eine schöne Watch. Also für 200 Euro, wenn ihr sie jetzt gebraucht kauft, ist das sowieso ein Witz, finde ich. Aber ich finde, selbst die WLAN-Version für 329 Euro ist klasse. Man kann davon ausgehen, dass es dann demnächst eine Google Watch 2 geben wird. Die wird dann sicherlich schon die ersten kleinen Probleme ausgemerzt haben, vielleicht eine etwas längere Akkulaufzeit haben. Aber ich finde, für den ersten Wurf ist die Google Pixel Watch, das darf man ja auch nicht vergessen, Apple ist jetzt mittlerweile bei der 8. Version und Samsung bei der 5. Also Google hat da halt gerade erst mit angefangen und dafür ist es wirklich eine sehr, sehr gelungene, schöne Smartwatch. Und wenn ihr, so wie ich, sowieso auch auf Google Hardware steht, dann finde ich, ist das die Smartwatch der Wahl, weil sie natürlich auch perfekt mit Google Pixel Smartphones zusammenarbeitet, die Google Pixel Watch. Ja, das war's mit diesem Video zur Google Pixel Watch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüssinger, bis bald.